Wir sind hier am Schweizer Gotthardpass auf knapp 2000 Meter Höhe. Momentan ist er noch gesperrt, die Straßen sind aber bereits freigeräumt. Normalerweise jetzt um diese Jahreszeit liegen hier noch Meter hoch Schnee, aber dieses Jahr liegt hier oben fast gar nichts. Also dieses Jahr ist für mich das Speziellste, es hat fast keinen Schnee. Also es hat wirklich sehr, sehr wenig Schnee. Und diese Jahreszeit hat es normalerweise Meter hohe Wände, aber dieses Jahr hat es einfach keinen Schnee. Also ich selber bin jetzt 13 Jahre dabei und für mich ist klar, so etwas habe ich noch nie erlebt, so wenig. Wir hatten auch schon wenig Schnee, aber das ist noch weniger als wenig. Und ich habe dann Tessin mit einem älteren Mann gesprochen und er hat mir gesagt, er weiß, solange er lebt, in der Geschichte noch nie, dass es so wenig Schnee am Pass hat. Und vor allem im Süden hat es überhaupt keinen Schnee gehabt. Also zum Beispiel auf der Südseite ist ja die bekannte Panoramakurve. Und dort ist es vielleicht ein Kilometer bis zu dem Portal, zu dem Tunnel. Und das Tunnel ist normalerweise, sieht man das fast nicht oder überhaupt nicht. Und das müssen wir suchen. Und normal haben wir dort mit den Fräsarbeiten, um das Tunnel frei zu machen, circa 2 bis 3 Tage. Und dieses Jahr hatten wir 1 Stunde. Es hat so wenig Schnee und man merkt schon, in den letzten Jahren haben wir nicht mehr so viel Schnee gehabt, wie zum Beispiel 09, dann waren Riesenbergen. Und der Schnee, den wir hier an der Passstraße haben, das ist eigentlich für uns, ich sage jetzt einmal, ein kleineres Problem, der wegzufräsen. Aber mir macht einfach Sorgen die Umwelt. Uns fehlt das Wasser, wir haben keine Schneeschmelze. Und das ist für mich die größere Sorge als der Schnee und wegzufräsen auf der Straße. Bis zur Eröffnung des Passes müssen noch sämtliche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Auch die Leitplanken werden noch montiert. Eine mühsame Arbeit, die jedes Jahr aufs Neue erledigt werden muss. Dann können wieder Tausende von Touristen die eindrucksvolle Alpenlandschaft genießen. Und alle Infos zum Wetter gibt es bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App. Aus der Schweiz, ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.